Fitness mit Marc, Folge 430. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er ist dankbar, dass einer der besten Synchronsprecher der Welt seit über 8 Jahren zufällige Fakten über ihn einspricht. Alex Turek. Moment mal, das bin ja ich. Marc Maslow. Moin moin, ich bin Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Mein heutiger Gast ist mehrfacher Weltrekordhalter und er ist Extremsportler. Er hatte unter anderem den längsten Triathlon aller Zeiten, die 120-fache Ironman-Distanz um den gesamten Erdball absolviert. Als besondere Herausforderung hat er das zu Zeiten der Pandemie gemacht, wo viele Regularien ein hohes Maß an Flexibilität von ihm forderten. Die Mexikaner, die nennen ihn auch den deutschen Forrest Gump. Er ist in Stuttgart geboren, zog für sein Studium nach Dänemark, Schweden und Brasilien und seitdem ist er auf der ganzen Welt zu Hause. Spricht fließend Deutsch, Englisch, Schwedisch, Spanisch und Portugiesisch. Und seit 5 Jahren ist er selbstständig als Abenteurer, Extremsportler, Autor und Speaker. Eins seiner Bücher mit dem Titel »Das Limit bin nur ich« ist ein Spiegel-Bestseller. Und des Weiteren gibt es einen spannenden und absolut sehenswerten Dokumentarfilm mit dem gleichen Titel. Das Limit bin nur ich. Das ist auch der Titel der heutigen Folge. Denn er ist in dem Bereich, in dem er unterwegs ist, der Erste, der etwas wagt, was noch nie zuvor vor ihm jemand gewagt hat. Und das ist sein größter Antreiber. Und jeder von uns kennt doch Dinge, die du gerne mal tun würdest, aber die du bisher noch nicht gewagt hast. Wie du solche Hürden, solche mentalen Limits überwindest und das erreicht, was dich wirklich begeistert, dein Leben nutzt, das sind solche Themen, über die wir heute sprechen. Und wenn du dranbleibst bis zum Ende der Folge, dann hörst du auch zum ersten Mal im Podcast etwas von seinem ganz neuen Projekt, wo er nochmal bekannte Grenzen sprengen wird. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit Jonas Deichmann. Werbepartner dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über 8 Jahren jeden Tag und das ist AG1 von Athletic Greens. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin, vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-einem-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Marc-Hörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin, plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann ag.de. Ja, heute bei Fitness mit Marc Jonas Deichmann. Moin, Jonas. Guten Morgen. Wie sieht für dich die perfekte Mahlzeit aus? Also die perfekte Mahlzeit für mich ist, wenn nach einem langen Tag Radeln oder Trailrunning, also Sport irgendwo draußen in der Natur, habe ich mein Zelt irgendwo aufgeschlagen in den Bergen, am Meer, am See und mache mir ein Lagerfeuer und da tue ich mein Würstchen drüber grillen. Besser geht's nicht. Da gehört ja auch noch viel mehr dazu als die Mahlzeit selbst. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ganz genau. Also ich würde nie auf die Idee kommen, zu Hause ein Würstchen zu machen. Aber in diese Situation auf dem Campingplatz, oder nicht Campingplatz, sondern ich will es zelten, mit einem Lagerfeuer, da schmeckt das Würstchen einfach 10-mal so gut. Und ist einfach verdient. Oh ja, das Gefühl, das finde ich auch immer so toll. Nach der Bewegung oder wenn du eine Runde laufen gehst oder dich so richtig verausgabst,
dann weißt du, du hast es dir verdient und es schmeckt auch gleich doppelt so gut. Ich frage mich manchmal, ob das auch bei uns Menschen so einprogrammiert ist, weil früher mussten wir uns das Lebensmittel verdienen. Definitiv. Also es ist übrigens nicht nur mit Lebensmitteln so, dass ein Essen besser schmeckt nach einem langen Trainingseinheit, sondern ich bin viel in den Bergen unterwegs und jemand, der auf einen hohen Berg immer mit der Seilbahn hochfährt, der wird nie verstehen, dass die Aussicht viel besser ist, wenn man hochgelaufen ist. Da ist so viel Wahres dran und das gilt für alle Lebensbereiche. Du hast ja auch einen Film rausgebracht, eine Doku, die habe ich gesehen, Das Limit bin nur ich heißt die. Genauso wie dein Spiegel-Bestseller-Buch, über das wir auch gleich nochmal reden. Zu Beginn dieser Doku, die sehr sehenswert ist, kann ich nur jedem ans Herz legen, sagst du gleich zu Beginn, ich fühle mich lebendig. Was steckt dahinter? Was beschreibt für dich dieses Gefühl, ich fühle mich lebendig, und welche Erfahrungen löst dieses Gefühl für dich aus? Also ich bin seit 2017 auch beruflich Abenteurer, habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und gibt für mich keinen tolleren Job in der Welt. Und es geht eben genau um dieses Gefühl. Ich bin draußen in der Wildnis unterwegs. Als letztes habe ich eine Weltumrundung gemacht. Und ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was in 2 Wochen ist, wo ich bin. Und da werden viele Unwegsamkeiten auf dem Weg liegen. Aber ich bestimme mein eigenes Leben. Und ich weiß, da kommen viele Überraschungen, viele tolle Momente. Und ich wache jeden Morgen auf und weiß, heute erlebe ich was. Und heute wird ein ganz besonderer Tag werden. Und das jeden Tag aufs Neue. Und das ist einfach, wo ich mich lebendig fühle. Also auch wenn ich so mal zurückdenke. Ich habe früher mal noch in einem normalen Job in München gearbeitet. Und wenn ich auf meinen Projekten unterwegs bin, da erlebe ich in einer Woche mehr als in einem Jahr in der großen Stadt mit Wohnung, mit Auto, mit dem normalen Umfeld. Und genau darum geht es mir, um einfach was zu erleben. Ich finde das ja bemerkenswert, dass du sagst, du gehst in den Tag und sagst, heute wird ein großartiger Tag werden. War das schon immer so bei dir? Definitiv. Ich bin ein bedingungsloser Optimist. Und glaube einfach fest daran, solange ich nicht einen Beweis dafür habe, dass es jetzt nach unten geht, glaube ich einfach fest daran, es geht nach oben. Und das ist auch meistens so, weil es ist ja auch so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Marathon ist so das beste Beispiel. Also erstmal, wenn man einen Normalbürger, der jetzt keinen Sport macht, fragt, kannst du morgen einen Marathon rennen? Dann kommt von 95% von den Leuten nein. Dabei habe ich gar nicht gefragt in 3 Stunden, sondern ich habe nur gefragt, kannst du 42 Kilometer laufen? Kann auch in 4 Stunden sein, in 5, in 6, wie auch immer. Und das schafft jeder gesunde Mensch. Also es ist schon, diese Grundhaltung ist erstmal negativ. Die Grundhaltung ist erstmal abblocken, nee, kann ich nicht. Obwohl es überhaupt kein Problem ist. Und das Zweite ist dann, ja, wenn ich jetzt so weit laufe oder einen Ultra oder so, dann verletze ich mich ja, dann habe ich ja Knieprobleme oder sowas. Aber es sind noch nie gelaufen. Das ist so, naja, wenn man schon von Anfang an daran denkt, an die Probleme, die alle kommen und davon ausgeht, dass die kommen, dann kommen sie auch. Und bei mir ist es einfach, irgendwie geht es immer weiter. Und daran glaube ich fest. Du hast den längsten Triathlon der Welt bewältigt. Bist da auch Weltrekordhalter. Wie kam das dazu? Was hat dich dazu inspiriert? Also ich habe ja schon eben erwähnt, dass ich seit 2017 auch, Berufsabenteurer bin. Habe dann erst 2017, 18, 19 verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt. Immer so schnell wie möglich eine Kontinent- oder eine Kontinentalquerung zu machen. Erst durch Eurasien, dann Norwegen bis Kapstadt, Südafrika und zwischendrin nochmal die Panamerikaner. Und der Gedanke an den Triathlon um die Welt, der kam mir während meinem letzten großen Radprojekt, wo ich 18.000 Kilometer in 72 Tagen von Nordnorwegen nach Südafrika geradelt bin. Und ich war gerade in der Sahara unterwegs, hatte eine Lebensmittelvergiftung. Und also jetzt nicht der tollste Moment, aber ich war ja trotzdem genau da, wo ich sein wollte, weil ich ja dabei war, meinen großen Traum zu verfolgen. Und auch so eine Lebensmittelvergiftung ist Kopfsache und geht wieder vorbei. Und da wurde mir klar, dass ich auf dem Fahrrad jetzt über 100 Länder gesehen habe und so viel erlebt habe, dass ich gar nicht mehr so richtig aus der Komfortzone rauskomme. Und dass ich einfach bereit war für eine neue Disziplin. Und Triathlon, ja, ich war Profi-Radfahrer, ein guter Läufer und
bin beim Schwimmen nicht untergegangen, habe Seepferdchen gehabt, also Biathlon. Und Weltumrundung ist schon immer irgendwie so der Traum eines Abenteurers, hat auch noch keiner gemacht. Kann ich der Erste sein, ist immer ein guter Grund, es zu tun. Stimmt das, dass du, also Seepferdchen, oder hast du schon, also regelmäßig mal Schwimmerfahrungen, konntest du kraulen und sowas? Also ich habe tatsächlich Seepferdchen gehabt, aber das ist massiv unterschätzt. Das heißt, ich gehe nicht unter. Und also ich konnte kraulen, aber mit grausamer Technik. Also ich bin definitiv kein Schwimmer. Ich habe das letzte Mal wirklich geschwommen. Das war, in der 11. Klasse hatte ich oder in der 12. Klasse hatte ich ein halbes Jahr einmal wöchentlich Schulschwimmen. Und das war's. Interessanterweise, du hast ja eben auch meine Doku angesprochen. Der Film lief ja jetzt auch in den Kinos deutschlandweit, ist jetzt online verfügbar. Und mich haben während der Film in Kinos lief auch bestimmt 10 Schwimmlehrer angeschrieben. Und die Nachricht war immer irgendwie die E-Mail dann so: Jonas, wir haben deinen Film gesehen. Du kannst ja echt nicht schwimmen. Ich würde dir gern gratis Unterricht geben. Aber ja, habe ich immer abgelehnt. Mittlerweile, also meine Schwimmzeiten haben sich auch habe ja alles aufgezeichnet. Die haben sich in der Adria während den 2 Monaten um 30% verbessert. Also mittlerweile kann ich schwimmen. Sag mal, wie hast du das denn aufgezeichnet? Welche Technik hast du benutzt? Also ich habe zum einen immer so einen Spot-GPS-Satellitentracker. Das ist einfach, weil ein Satellitentracker kann man nicht faken. Der sendet immer meine aktuelle Position auf den Tracker auf meiner Webseite. Und es ist auch verlässlich, wenn ich kein Handyempfang habe und so weiter. Also es ist auch einfach zur Notfallsicherung. Und ich habe zugleich noch mit Komoot aufgezeichnet als zweite Version und habe dann dadurch einfach synchronisiere beide Dateien am Ende und habe dann eine ziemlich genaue Aufzeichnung. Ja, damit machst du mir auch mit der Kraultechnik und Schwimmtechnik ja Hoffnung. Ich muss dazu sagen, ich habe auch im Radsport wenig Erfahrung. Ich fahre aber gerne Rad. Beim Schwimmen merke ich immer, ich bin extrem langsam. Ich kann eine Bahn kraulen und danach muss ich erstmal wieder beatmet werden, weil die Atemtechnik auch nicht so optimal ist. Und ich höre raus, das kam dann bei dir ja einfach Learning by Doing. Ne? Ich habe nie irgendwie einen Schwimmtechnikkurs gemacht. Damit kann man sicherlich noch deutlich was machen. Also es ist Technik ist extrem wichtig beim Schwimmen, absolut. Ich habe es mir selber beigebracht. Also ich bin vor dem Triathlon die Welt vielleicht so 15 Mal schwimmen gewesen und habe dann eine Längsquerung vom Bodensee gemacht, 64 Kilometer, das hat geklappt. Und wenn ich durch den Bodensee schwimmen kann, kann ich auch durch die Adria schwimmen. Und habe es dann einfach gemacht. Und wenn man 54 Tage am Stück den ganzen Tag von morgens bis abends schwimmt, dann kommt man an und dann ist man ein ganz passabler Schwimmer. Also alleine der Bodensee ist eine Wahnsinnsdistanz. Natürlich, du bist ja fast 500 Kilometer geschwommen bei deinem Triathlon um die Welt. Schwimmen ist ja nochmal was anderes als Radfahren oder Laufen. Und selbst da sind das ja Distanzen, die, glaube ich, die meisten sagen würden, ja, weit außerhalb von dem, was ich mir so vorstellen kann. Wenn wir da mal ein bisschen ins Detail gehen, welche Grenzen, was sind so Hauptgrenzen, die dir einfallen, die du für dich überwinden durftest? Wir haben schon ein bisschen über die Schwimmtechnik gesprochen, aber da höre ich schon raus, die hast du gar nicht so als Grenze empfunden. Und was gibt's vielleicht sonst noch für Glaubenssätze, die dich so motivieren und auch dabei bestärken, solche Herausforderungen dann nicht nur anzugehen, sondern auch zu schaffen? Ja, also das Wichtige ist eine Schwimmtechnik, eine gute, das hilft und ein breites Kreuz, aber je länger und schwerer das Ganze wird, desto mehr ist es einfach man muss es halt wollen und fest daran glauben. Ich muss nicht der Schnellste sein, ich muss jeden Tag einfach 7, 8 Stunden ins Wasser, ganz egal, wie die Bedingungen sind, und dann komme ich auch irgendwann an. Und andere Herausforderungen waren, also nicht bei der Schwimmstrecke natürlich, Wellengang, Strömungen, die ganze Logistik. Ich habe ja auch nie ein Begleitteam dabei. Also ich habe einen Floß hinter mir hergezogen mit meiner Ausrüstung. Das heißt, ich muss dann Essen finden und trinken und alles und muss auch Schlafplätze. Ich habe ja, man macht ja keine so langen Distanzen am Schwimmen. Das heißt, oft ist einfach Steilküste und da muss ich dann irgendwo einen Biwakplatz finden. Und natürlich überall einfach Entzündungen, offene Wunden von dem Salzwasser, ein bisschen mal Quallen ins Gesicht geschwommen. Das habe ich mir dann einen langen Bart wachsen lassen als Quallenschutz. Und das ging aber so weiter. Also auf dem Fahrradfahren dann vor allen Dingen die Bedingungen sibirischer Winter und auf dem Laufen die Dauerbelastung von 120 Marathons, einfach jeden Tag, man erholt sich nicht. Die größte Herausforderung war aber interessanterweise die Bürokratie. Ich war ja während der
Pandemie unterwegs. Das heißt, die Grenzen waren zu und ich bin auch öfters mal stecken geblieben und muss dann schauen, wie es weitergeht. Der entscheidende Punkt ist, ja, man muss körperlich fit sein, außer Frage. Ich mache mein ganzes Leben lang Sport. Aber am Ende kommt es darauf an, dass man jeden Tag aufs Neue aufwacht und Bock hat und sich sagt, ja, heute schwimme ich acht Stunden, heute laufe ich einen Marathon. Und das ist ganz egal, wie die Bedingungen sind. Auch wenn man eine Lebensmittelvergiftung hat, auch wenn es draußen schneit oder ganz miese Bedingungen sind. Und was da hilft, ist zum einen dieser bedingungslose Optimismus, dass man einfach glaubt, es geht immer weiter. Und genauso auch, und das ist was ganz wenig Leute können, die Fähigkeit, ein ganz großes Ziel in viele, viele kleine herunterzubrechen. Das klingt erstmal so einfach, ist es aber für die meisten Leute gar nicht. Denn wenn ich gerade in der Adria bin und habe jetzt, also ich hatte zum Beispiel nach 3 Tagen oder nach 4 Tagen Schwimmen, bin ich in den Sturm geraten. Wenn wir jetzt nach 50, 60 Kilometern Schwimmen in den Sturm kommt, man hat überall offene Wunden und Entzündungen und es läuft echt, ist ein bisschen schwerer als erwartet. Man denkt, hey, 50 hast du geschafft, komm noch über 400, es läuft miserabel. Das ist nicht gerade motivierend. Und ich habe diese große Vision, das visualisiere ich mir auch, aber im Tagesgeschäft konzentriere ich mich auf den heutigen Tag und auch den breche ich nochmal herunter. Ich schwimme dann ganz noch über diese Bucht, da drüben kommt ein Felsen, da halte ich kurz an, da gibt es einen Schokoriegel und dann geht es auf zum nächsten Felsen, da gibt es auch wieder einen Schokoriegel. Und ein paar hundert Schokoriegel später bin ich dann da. Und das ist die große Kunst, dass man sich nicht von diesen Distanzen einschüchtern lässt, sondern sie im Kopf herunterbricht und sich nur auf diese nächsten Kilometer konzentriert. Und das hast du dann gemacht. Du hast wirklich nur gesagt, okay, das ist mein Ziel heute. Da komme ich hin. Das große Ziel ist eine Vision im Kopf. Das visualisiere ich mir auch. Das ist immer positiv. Ich brauche auch meine Meilensteine. Aber heute konzentriere ich mich auf heute. Heute konzentriere ich mich auf den Weg zum nächsten kleinen Zwischenziel. Und wenn ich das erreicht habe, dann geht's auf zum nächsten. Und das ist nie weit weg. Hattest du zwischendurch mal Situationen, wo du gezweifelt hast? An deinem großen Ziel oder an dir? Ein ganz klares Nein. Ich hatte natürlich Situationen, wo es unklar war, wie es weitergeht. Das war vor allen Dingen Bürokratie. Also ich bin einmal in der Türkei 7 Wochen festgesteckt, weil die Grenzen alle zu waren. Und dann später nochmal in der Ukraine, weil ich nicht nach Russland reingekommen bin. Und es war noch vor dem Krieg, muss ich dazu sagen. Aber auch da habe ich daran geglaubt, okay, ich weiß vielleicht aktuell noch nicht, wie es weitergeht, aber es wird sich eine Möglichkeit auftun. Und daran glaube ich immer fest. Du sagtest, du hattest auch Verletzungen, Entzündungen. Das ist ja für viele auch so ein Dealbreaker, ne? Wo man sich dann erstmal von erholen darf. Du hast aber weitergemacht. Beschreib mal, wie hat sich das dann entwickelt, solche Probleme, körperliche Probleme? Das entscheidet, also es ist hochinteressant, weil ich auch, ich halte sehr viele Motivationsvorträge bei Firmen und auch bei Kongressen, aber auch schon bei mehreren Sport Profiteams, wo dann das Trainerteam dabei ist und bei Sportärztekongressen Vorträge gehalten. Und das, was ich mache, widerspricht ja so ein bisschen der Theorie mit Belastung und jetzt erst ein kleines Wehwehchen, jetzt erstmal ein paar Tage Pause machen, wie das so ist. Und ich mache es ja komplett anders. Und ich gehe jetzt mal aufs Laufen ein, weil Laufen von der Belastung her nochmal was ganz anderes ist. Beim Schwimmen sind es äußerliche Wunden, einfach von dem Salzwasser, das zerstört die Haut. Das ist ganz einfach, viel Vaseline drauf und am nächsten Tag geht es wieder ins Salzwasser, also ist alles wieder auf und entzündet sich, aber nach 54 Tagen bin ich dann aus dem Wasser gegangen und dann kann sich der Körper auch wieder erholen. Laufen ist von der Belastung her einfach jeden Tag und ich bin im Schnitt mehr als Marathon pro Tag gelaufen für 4 Monate und klar, es gibt Tage, da läuft sich der Marathon gut. Aber es ist nicht wie Fahrradfahren, wo man einen Tag mit Rückenwind hat und im Flachen und dann ist es wie ein Erholungstag, auch wenn man 250 Kilometer fährt. Marathonlaufen ist immer eine Belastung für den Körper. Mal mehr, mal weniger, aber die Belastung ist da. Und ich bin die ersten 10 Tage, die waren die Hölle. Ich bin gehumpelt und dann hat der Körper angefangen, sich anzupassen. Nach 20 Marathons war ich schmerzfrei. Also der Körper kann sich erholen, wenn man einen Marathon jeden Tag rennt. Es ist einfach, die meisten Leute hören auf, bevor sich der Körper anpasst.
Und man muss einfach durch diese erste harte Woche, diese ersten harten 10 Tage durch und dann wird es besser. Ich muss dazu sagen, es gibt diesen Memory-Effekt. Also bei meinem Körper tritt es vielleicht ein bisschen früher ein als bei anderen. Aber prinzipiell gilt es für jeden, dass man nach einer Weile sich der Körper anpasst. Und ja, ich habe mal ein bisschen mit dem Sprunggelenk 2-3 Tage Probleme gehabt. Ansonsten laufe ich sie einfach weg. Du bist ja als letztes gelaufen, ne? Ja. Das heißt, du hattest vorher, warst du auf dem Fahrrad. Am Anfang waren das, also gut, Gelenkprobleme ist noch, natürlich noch was anderes, als jetzt, wenn es muskuläre Probleme sind oder man einfach vielleicht nicht so ein Energiegefühl hat, ne? Also muskuläre Probleme hatte ich natürlich auch massiv. Ich sag's mal so, wo ich in Tijuana losgelaufen bin in Mexiko, bin ich vorher 7 Monate nicht gerannt. Bin ja nur geschwommen und geradelt. Das heißt, von der Ausdauer her ist ein Marathon wirklich nicht in keinster Art und Weise schwierig für mich. Es sind einfach nur andere Muskelgruppen und eine andere Belastung. Und wo ich dann losgelaufen bin die ersten Tage, das waren also ganz viele kleine Muskelfaserrisse. Also es ist einfach, ich bin am Abend gehumpelt, bin am nächsten Morgen aus dem Zelt raus und ich konnte kaum noch laufen. Und das ist eine Belastung, wo man die meisten Leute denken, oh, so geht es mir jetzt nach einem Marathon oder geht es mir jetzt nach 2 Marathon. Das wird ja noch schlimmer. Und das Gegenteil ist der Fall. Und das ist der entscheidende Punkt. Es wird ein paar Tage schlimmer und dann fängt sich der Körper an anzupassen. Und dann wird's besser, wenn man einfach genau dasselbe weitermacht. Das einzige Referenzerlebnis, was ich so habe, war, ich war 2 Jahre Zeitsoldat, da haben wir einmal vor über 20 Jahren eine Durchschlageübung über 100 Kilometer gemacht, also durch mehrere Bundesländer. Und da weiß ich, das waren 5 Tage. Es wurde die ersten 3 Tage wurde es immer schlimmer und dann blieb es gleich. Und wahrscheinlich hätte ich weitergemacht, wäre es möglicherweise dann wieder leichter geworden. Da musste ich gerade dran denken. Vielleicht nochmal zu diesem, das Ziel, wirklich auch das Tagesziel vor Augen behalten. Ich bin vorgestern zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder eine Strecke gelaufen über 15 Kilometer. Ich war tatsächlich bei mir verletzungsbedingt. Widerspricht jetzt so ein bisschen. Ich bin da tatsächlich eher konservativ, dass ich dann halt die Sachen, die belastet haben, nicht gemacht habe. War also viele Jahre nicht so längere Strecken laufen. Bin jetzt wieder auf dieser Distanz und ich habe natürlich auch die Erfahrung, weil ich schon mehrere Marathons gelaufen bin, wie das ist. Und ich weiß, ich kann das, wenn ich mich dahin trainiere. Was, glaube ich, was anderes ist, wenn man was zum ersten Mal macht. Trotzdem merke ich wieder, ich hatte mir vorgenommen, 17 Kilometer zu laufen. Und ich gebe das hier ganz offen zu, ich habe die 17 nicht gemacht, sondern ich bin 16,7, weil ich mir dann während des Laufens gesagt habe, ach, 10 Meilen ist ja auch was Schönes. Und ich meine, die 300 Meter hätte ich jetzt auch noch laufen können, ne? Aber wenn man schon so in der neuen Region ist, ist es, glaube ich, für viele auch normal, dass man dann anfängt, dann kommt halt so ein, sag ich mal, die eigene Persönlichkeit um die Ecke und lässt sich Ausreden einfallen. Du schaffst das trotzdem. Welche Gedanken begleiten dich, während du schwimmst, läufst, Rad fährst und unterstützen dich dabei, das, was du dir anfangs vorgenommen hast, dann auch wirklich bis zum Ziel durchzuziehen? Ja, also es ist eine Grundvoraussetzung für solche Extremleistungen ist Leidenschaft. Ich mache genau das, was ich machen möchte im Leben und nichts anderes. Und ich habe mir vorher überlegt, warum dieses Projekt das Richtige für mich ist und warum ich das absolut möchte. Und dann einfach Disziplin haben. Das heißt, ich setze mir klare Regeln, gerade wenn es hart ist. Wenn es hart ist und man in diesen Gedankenspirale kommen könnte, dass, ja, warum man jetzt heute ein bisschen früher Pause macht. Und das sind ja irgendwie, wenn man im Schneesturm unterwegs ist in Sibirien oder in der Adria gerade nicht lustig ist, dann kommt dieser Gedanke. Aber ich sag's mal so, es ist ja keine, in meinem Alltag ist es keine Ausnahmesituation, sondern es ist halt sehr, sehr oft so. Und wenn ich einmal meine Regel breche und jetzt heute mein Ziel nicht erreicht, dann werde ich das auch wieder tun. Und daher, ich habe auf dem Fahrrad zum Beispiel meinen Geschwindigkeitsrekorden, wenn ich einen Kontinent durchquert, immer die 10-Stunden-Regel. Stunden und nicht Kilometer, weil Kilometer kann ich nur bedingt beeinflussen. Wenn ich Gegenwind habe, wenn es bergig ist, dann brauche ich einfach viel, viel länger und mache mich kaputt. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich 10 Stunden am Tag im Sattel bin.
Und da mache ich auch genau diese 10 Stunden oder mehr, aber nicht weniger. Und der langfristige Durchschnitt, der regelt es dann. Und ja, die Frage nach, über was ich denke, ist extrem wichtig, weil man muss sich immer auch ablenken. Das ist beim Laufen und Radfahren ein bisschen einfacher, weil die Landschaft sich verändert. Ich habe auch das Gefühl, ich mache Strecke. Ich habe das Gefühl, ich komme voran. Ich kann Musik hören, ich kann mich unterhalten. Beim Schwimmen, da ist halt einfach nur Wasser den ganzen Tag. Da ist sonst nichts. Extrem monoton. Und da muss man sich beschäftigen. Und ich denke ja viel über den nächsten Schokoriegel nach, also über Essen, weil ich immer hungrig bin. Ich visualisiere mir auch Dinge, der schöne Strand, wo ich heute Abend übernachten werde. Und plan meine nächsten Projekte. Also sehr zukunftsbasiert bei mir. Wenn du visualisierst, beschreib das mal. Also hast du da nur ein Bild vor Augen? Visualisierst du auch wirklich Geräusche? Machst du da einen Film draus? Also ich visualisiere mir besondere Situationen. Das ist oft, wenn ich jetzt schwimme, dann visualisiere ich mir diesen wunderschönen Sonnenuntergang an dem Strand, wo ich heute Abend bivakiere. Und ich visualisiere mir auch Zwischenziele. Also wenn ich durch Sibirien radel, dann denke ich an den Baikalsee zum Beispiel, diesen gigantischen See, wie ich da übernachten werde und ein Lagerfeuer mache und ein tolles Abenteuer erlebe. Also ich visualisiere mir oder die Ankunft zum Beispiel wieder in München, wo ich dann am Ende da bin. Ich bin im Kopf schon 100 Mal angekommen. Und das sind so Dinge, das habe ich auch bildlich einfach vor Augen, diese Situation. Wir brauchen was Schönes, auf was wir uns freuen können, wenn's hart ist. Ich muss gerade dran denken, ich habe mal das Buch gelesen. Es gibt diesen Psychologen Viktor Frankl, der jahrelang auch inhaftiert war im Konzentrationslager. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was der durchgemacht hat. Und der hat immer, er war Professor und hat halt sich immer vorgestellt, weil ihm das Spaß gemacht hat, wie er Vorlesungen hält. Und so hat er sich da durchgezogen und ist mental gesund rausgekommen aus der Sache, was ich krass unvorstellbar finde. Und ich nehme nur gerade wahr, da ist es eigentlich genau die gleiche Technik, die du auch nutzt, um deine Ziele zu erreichen. Ja, also absolut beeindruckend, ist dieselbe Technik. In seinem Falle natürlich nochmal was ganz anderes, weil ich bin freiwillig da, wo ich bin und er war es nicht. Also nochmal aus der Hinsicht ein gewaltiger Unterschied, aber ja, dieselbe Technik. Das passt vielleicht auch ganz gut zum Begriff Freiheit. Du, glaube ich, auslebst oder zumindest sagst du ja auch gerade, dass du machst das freiwillig. Wie wichtig ist dir dieser Wert oder wie definierst du Freiheit für dich? Also Freiheit ist für mich mit das Wichtigste im Leben und für mich bedeutet das nicht, dass ich, also Freiheit wird oft mit Gefängnis oder so das Gegenteil von Gefängnis gleichgesetzt. Das geht auch in die Richtung, aber für mich ist es ein viel, viel weiterer Begriff. Freiheit für mich bedeutet in erster Linie Selbstbestimmtheit. Und das heißt einfach, dass ich frei entscheiden kann, was ich in meinem Leben mache. Und klar gibt es mal Situationen, also ich habe auch Verpflichtungen mit Vorträgen, Medieninterviews und so weiter, auf die ich meistens auch große Lust habe. Aber ich habe natürlich auch einen Terminkalender, wo dann drinsteht, am 18. Mai musste in Frankfurt sein und das machen. Aber ich kann jederzeit was ändern in meinem Leben. Ich kann jederzeit, ich brauche ein paar Wochen oder Monate und dann halte ich meinen Terminkalender auch vollkommen befreit und kann selber entscheiden, okay, mache ich jetzt eine Südamerika-Reise oder geht es in den Himalaya? Wo habe ich Lust drauf? Möchte ich irgendwo anders hinziehen? Was für ein Projekt mache ich als nächstes? Also ich bin, sag ich mal, der eigene Herr von meinem Leben und kann selbstbestimmt über all das entscheiden. Und das ist für mich Freiheit. Und wenn ich bei einem Projekt unterwegs bin, dann ist es noch viel, viel intensiver. Dann ist es einfach wirklich, ich bin draußen in der Natur, ich laufe lang, ich weiß noch nicht, was heute passiert, aber ja, ich werde irgendwann einen schönen Schlafplatz finden und eine tolle Nacht haben. Und das ist für mich unglaublich wichtig. Ja, das klingt auch wieder raus. Du gehst positiv in jeden Tag, du freust dich drauf, du bist neugierig auf das Unerwartete, wo, glaube ich, viele Menschen vielleicht jetzt auch beim Zuhören feststellen, dass sie das bisher eher verunsichert, was ja auch eine Mindset-Frage ist. Wie würdest du gesundheitliche Freiheit definieren? Oder wie ist deine Einstellung dazu, gesundheitliche Freiheit? Also da sind wir ja wieder, es geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe gerade von Selbstbestimmtheit geredet und dass man einfach frei entscheiden kann, das, was man machen möchte.
wenn man gesundheitlich eingeschränkt ist, dann geht es ja schon gar nicht mehr. Wenn man Skifahrer ist und dann einfach mal schwere Verletzungen hatte und das jetzt nicht mehr so machen kann, wie man gerne machen möchte, dann hat man nicht mehr diese Freiheit, dass man seinen eigentlichen Wünschen nachgehen kann. Und da gibt es einfach verschiedene Levels. Mit manchen kann man leben und dann findet man andere tolle Dinge. Und je mehr, sag ich mal, man gesundheitlich einfach eingeschränkt ist, desto mehr weniger Freiheit hat man in dem Sinn. Deshalb bin ich da auch unglaublich glücklich, dass ich ja noch nie in meinem Leben wirkliche schwerwiegende Verletzungen oder Probleme hatte, die mich da einschränken. Du hattest eben, und das finde ich auch bemerkenswert, gesagt, du hast bestimmte Regeln. Und wenn du die einmal brichst, dann bedeutet das auch, dass du sie nicht nur einmal brichst. Und das würde dann dein Ziel gefährden. Gibt es denn jetzt vom Gesundheitlichen für dich so Abbruchkriterien, wo du für dich sagst, okay, da würde ich schon sagen, okay, jetzt pausiere ich mal oder mache eine Unterbrechung? Ganz klar. Da muss man unterscheiden. Beim Fahrradfahren mache ich nichts kaputt, wenn ich weiterfahre. Laufen ist ein Fall, wo man durchaus auch was kaputt machen kann. Ich pausiere in dem Moment, wo der Arzt meines Vertrauens mir sagt, jetzt ist es Zeit aufzuhören. Mit Arzt meines Vertrauens meine ich auch, sage ich auch bewusst, nicht irgendein Arzt, weil 90% der Ärzte würden sagen, jetzt reicht's aber mal. Ich habe mein Cousin ist Physio und der weiß, was ich mache. Und der sagt mir wirklich nur Stopp, wenn ich einfach Gefahr laufe, langfristige Schäden davon zu ziehen. Und das ist dann einfach nicht mehr wert. Du hattest eben schon angesprochen, ja, die Natur. Auch in deinen Visualisierungen spielt ja eine große Rolle. Das fing schon an mit der Lieblingsmahlzeit. Wie würdest du deine Verbindung zur Natur beschreiben? Du hattest auch angesprochen, ja, du warst vorher in der Stadt als Angestellter, jetzt treibst du eben viel Sport in der Natur. Ich bin extrem naturverbunden. Das ist wohl meine Energiequelle. Also ich bin auch in der Natur aufgewachsen, im Schwarzwald. Wir waren in meiner Kindheit immer nur im Zelten, in Bergen oder am Meer. Und bin seit vielen Jahren mit dem Fahrrad wirklich auch teilweise auch den Großteil des Jahres unterwegs gewesen. Also ich bin immer draußen und hatte dann letztendlich ja im Studium mal in Singapur gelebt. In Singapur war ich mal ein bisschen und ein paar in Brasilien, eine größere Stadt. Und dann vor allen Dingen München. Also ich kenne auch große Städte und für mich ist immer was, ich bin gerne ein paar Tage in der Stadt, aber dann will ich auch wieder raus. Und in der Natur ist für mich zum einen Freiheit und ich bin einfach viel, viel mehr bei mir selbst, bin viel, viel glücklicher. Ich sag's nochmal, kreative Prozesse zum Beispiel, wenn ich meine neuen Projektideen habe oder wenn ich über wichtige Fragen im Leben nachdenke, das ist immer draußen beim Sport in der Natur, das ist nicht in der Stadt. Wenn ich einen klaren Kopf brauche, wenn ich eine wichtige Entscheidung im Leben habe, dann renne oder radle ich auf den Berg. Und dabei kommt mir die Intuition, was ich jetzt machen sollte und nicht irgendwo in einer großen Stadt. Das verbinde ich auch mit dem Laufen. Habe mehrere Schlüsselerfahrungen beim Laufen gehabt, wo ich in Anführungszeichen unlösbare Probleme mit in den Lauf genommen habe und während der Bewegung kam mir die Lösung. Ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es da auch wissenschaftliche Untersuchungen zu. Bestimmt kann man das irgendwie erklären, aber ich glaube, es ist kein Zufall. Wie sieht aktuell deine Trainingsroutine aus? Ich habe keinen Trainingsplan im klassischen Sinne. Ist auch so, ich habe ein neues großes Projekt, das geht Ende Juni los. Und das ist, ich darf ja gar nicht bei 100% sein am Anfang, dafür ist es viel zu lang. Ich bin dann über 4 Monate unterwegs. Ich muss in guter Form sein, muss meine Grundlagen haben und muss vor allen Dingen motiviert sein und Bock haben. Das heißt, ich muss einfach meine Basis legen, aber ich habe jetzt nicht wie ein klassischer Olympiasportler, der an Tag X bei 100% sein muss, das habe ich nicht. Daher habe ich keinen Trainingsplan, ich mache einfach sehr, sehr viel Sport. Gerade muss ich es irgendwie mit Vorträgen balancieren. Das heißt, ich laufe einfach so circa je nach Woche zwischen 100 und 150 Kilometer die Woche aktuell. Gehe noch nebenbei sehr viel Fahrradfahren und mache alles Mögliche an Outdoor-Sportarten immer draußen. Jetzt war ich gerade letzte Woche auf Madeira. 260 waren es, glaube ich, Kilometer Trailrunning mit über 10.000 Höhenmetern.
Also ich habe dann immer wieder so ein bisschen intensivere Sachen oder mal gerne eine 250er Kilometer Radtour und einfach ganz, ganz viel Sport. Und das Ganze fahre ich dann natürlich noch ein bisschen hoch, wenn es näher an das Projekt rangeht. Da bin ich dann wirklich mit einfach bei 40 Stunden Sport die Woche. Ich habe letzte Woche bei dir auf Instagram geguckt, da dachte ich, wir haben gerade gemailt. Ich bin davon ausgegangen, du bist in Deutschland unterwegs, aber das war dann auf Madeira, ne? Da warst du gerade in so einem Felsmassiv, habe ich dich da laufen gesehen. Genau. Ich war gerade eine Woche zum Trailrunning auf Madeira. Richtig, richtig toll mit richtigen Bergen, Höhenmetern, kleine Wanderwege. Und ich war da mit meinem Bruder und wir sind so zwischen 40 und 60 pro Tag gelaufen. War super. Dein Instagram verlinken wir. Also da kann man dir folgen und gucken, was du gerade so machst. Und ich kann nur sagen, das ist sehr inspirierend. Ich habe sofort Fernweh gekriegt, als ich das gesehen habe. Das freut mich. Du hast mehrere Bücher geschrieben. In deinen Büchern sprichst du von positiven Gewohnheiten, die du schon als Jugendlicher im Radtraining etabliert hast. Und lass uns da nochmal drauf eingehen. Was bedeuten eigentlich für dich positive Gewohnheiten? Wie sehen die aus? Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Gewohnheiten schaffen. Und wir hatten es eben schon mal in die Richtung mit, ich fahre, wenn ich einen Geschwindigkeitsrekord breche, 10 Stunden. Und die fahre ich auch. Und wenn ich meine Regel einmal gebrochen habe, dann breche ich sie wieder. Mit positiven Gewohnheiten, da gibt es auch viele Studien zu dem Thema, wenn man etwas oft genug gemacht hat, dann denkt man auch nicht mehr drüber nach, sondern man macht es einfach. Ein einfaches Beispiel ist, wenn sich jemand im Winter jetzt vornimmt, der einen Vollzeitjob hat und möchte aber trainieren, hat irgendeine Challenge, man nimmt sich vor, ich laufe jeden Morgen um 6 Uhr morgens vor der Arbeit, wenn es draußen noch dunkel und kalt ist, laufe ich 10 Kilometer. Es klingt für manche vielleicht nicht so toll und kostet ein bisschen Überwindung da morgens dann jetzt wirklich die Schuhe anzuziehen und loszulaufen. Aber nur die ersten Male, wenn man es 20, 30 Mal gemacht hat, dann macht man es einfach. Dann denkt man nicht mehr drüber nach. Und so ist es mit allem im Leben. Also so ist es genauso ein wichtiger Punkt ist das Handy. Also ich bin nicht vorm Schlafengehen auf Social Media, sondern da setze ich mir klare Zeiten dafür. Und so ist es mit ganz, ganz vielen Dingen. Und das habe ich in meinem Leben, wo immer es geht, auch einfach angesetzt. Darauf achten, Dinge bewusst zu machen und mir diese positiven Gewohnheiten zu schaffen. Und wenn ich das oft genug mit Disziplin durchziehe, dann brauche ich die Disziplin nicht mehr, weil dann läuft es von alleine. Man kann sich auch negative Gewohnheiten schaffen. Ein klassisches Beispiel ist jetzt Frustessen, wenn man bei irgendwas gescheitert ist und jetzt belohnt man sich auch noch mit einer Schokolade oder sowas. Das ist ja das komplette Gegenteil von dem, was man machen sollte. Ich belohne mich, wenn ich was erreicht habe. Und dann habe ich das eine positive Erinnerung. Ich muss gerade dran denken, hast du manchmal dieses Gefühl, also ich kenne das von mir selbst, wenn ich mir was, also eine Regel setze, dass ich dann das Bestreben habe, also das habe ich jetzt mit Mitte 40, früher ist mir das gar nicht so bewusst geworden, dass ich denke, wer bin ich denn, dass ich mich an diese Regeln halten muss? Weißt du, so dieses Freiheitsgefühl von, oh, da sind Regeln, die schränken mich ein. Ich habe das Bedürfnis, da jetzt gegen zu rebellieren. Nehmen wir zum Beispiel das Handy. Nehme ich das Handy und denke, boah, eigentlich wollte ich abends nicht mehr ran. Kennst du sowas? Absolut. Also ich sage auch, prinzipiell gibt es auch Regeln, die man brechen kann. Also sind, ich sage es mal zum Beispiel, gesellschaftliche Regeln, die, was man machen sollte mit seinem Leben, sind ja gewissermaßen auch Regeln. Die breche ich auch sehr, sehr gerne. Und wenn man merkt, eine Regel macht keinen Sinn mehr, dann kann man die auch brechen. Ich sage es, was ich da, wir alle treffen nicht immer die Entscheidungen im Leben, die uns gut tun. Wir treffen Entscheidungen, die uns nicht gut tun. Und Social Media und das Handy ist hier ein Beispiel, was sehr, 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 sehr gut ist. Also das mal, wenn man mit Freunden am Tisch sitzt, nicht aufs Handy gucken sollte, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem machen es ganz, ganz viele Leute. Das ist, sich da eine Regel zu setzen, dass man das nicht macht und das auch bewusst zu machen, ist definitiv was man rigoros durchziehen sollte. Und so ist es in ganz vielen Dingen. Und wenn ich mir ein Ziel setze und für mich entschieden habe, ich will jetzt jeden Morgen um 6, 10 Kilometer laufen im Winter und das wirklich machen möchte, dann setze ich mir eine Regel und dann wird es eine Gewohnheit. Und bei mir, bei meinen Projekten ist es ein bisschen anders, aber eben da ist es genauso. Wenn ich weiß, jetzt wird es hart, dann brauche ich meine Regel, aber
ich weiß ja, dass ich das tief in mir möchte. Und ich muss mir da selber nur ein bisschen dazu zu meinem Glück verhelfen, indem ich mir Regeln setze. Ich habe in deinen Büchern auch gelesen, dass du Bewegung halt für dich schon lange auch eine große Rolle spielt, als Ausgleich damals zur Schule, zum Studium, heute eben auch zu deiner Tätigkeit als Speaker. Ich kenne das aus eigener Erfahrung sehr gut. Ich habe Maschinenbau ja studiert und ich sage immer, wäre ich nicht parallel Marathon gelaufen, weiß ich nicht, ob ich das Studium geschafft hätte. Weil das für mich auch so ein Ventil war, so ein Ausgleich. Vielleicht auch das Gefühl, dass ich hatte mir immer einen Trainingsplan gemacht, dass wenn ich halt diese, was du auch sagtest, Tagesziele abarbeite, dass ich dann halt meinem Ziel näher komme. Und dieses Gefühl hat sich bei mir dann auch auf die anderen Lebensbereiche übertragen. Und gleichzeitig gibt das natürlich auch Energie, ist meine Erfahrung. Wenn wir das Ganze runterbrechen, gibt es einfache Mittel. Wir haben über Mindset gesprochen, wir haben über Gewohnheiten gesprochen. Gibt es vielleicht so einen einfachen Baukasten, den du empfehlen kannst, den jeder sich mitnehmen kann, egal was jetzt die eigenen Ziele sind im Fitnessbereich, lässt sich ja eben auch auf andere Lebensbereiche übertragen, um dann auch große Erfolge, große Dinge zu schaffen? Auf jeden Fall. Also es ist auch genau das, worum es in meinem neuesten Buch geht, der Schokoriegel-Effekt. Da geht es eben genau darum, was man vom Extremsport, von diesen enormen Challenges, Herausforderungen im Abenteuerbereich lernen kann und wie man es auf den Sport oder letztendlich alle Lebensbereiche übertragen kann. Und hier geht es sehr, sehr viel um das Thema Mindset natürlich. Ich fange mal an mit der für mich wichtigsten Botschaft überhaupt, die aber so oft vergessen wird. Und die ist einfach machen. Und das klingt so einfach, aber die meisten großen Projekte, die meisten Träume, die scheitern, bevor es an die Startlinie geht. Weil es immer einfacher ist, es jetzt nicht zu tun. Es ist immer einfacher, den Status quo so zu belassen, in der Komfortzone zu bleiben. Aber da hat man halt ein ziemlich bequemes, aber auch meiner Meinung nach ziemlich langweiliges Leben. Und wenn man sich das zur Gewohnheit macht, dass man einfach Dinge wagt und Dinge ausprobiert, dann passieren ganz tolle Dinge. Wo ich meinen Triathlon um die Welt gemacht habe, ich habe Seepferdchen gehabt und habe sowas noch nie gemacht. Und die meisten Leute haben gesagt, spinnst du, wie soll das gehen? Und ja, man muss es einfach beginnen, das ist das Schwierigste. Und dann findet man auch eine Lösung. Und wenn jetzt jemand den Traum hat, er möchte Ultraläufer werden, bei einem Marathon, da würde ich jetzt sagen, einfach loslaufen und der zweite wird ein bisschen schneller. Warum fängt man nicht an, jetzt mal seinen Freund oder seine Oma und Opa zu Fuß zu besuchen und dahin zu joggen, ans andere Ende von der Stadt? Und dann merkt man, ey, ist gar nicht so weit. Und dann geht's weiter. Und es ist immer einfach, sich Ausreden parat zu legen, warum das nicht geht. Aber man muss es einfach mal machen. Und der beste Zeitpunkt dafür ist meistens jetzt. Ja, ein zweiter wichtiger Punkt ist einfach diese grundlegende Positivität. Das heißt, wenn man einfach davon ausgeht, solange es keine Beweise ist, gibt, dass es nicht geht, klar, dann schaffe ich das auch. Und dass man auch eine Sprache nutzt, die das ausdrückt. Also ich finde, das Schlimmste, was es in der deutschen Sprache gibt, ist der Konjunktiv. Also ja, ich hoffe, das klappt jetzt alles. Und ja, wenn das alles so geht, dann mache ich vielleicht meine Weltreise. Aber da tut man sich ja den Zweifel und die Ausrede bereits parat legen. Das heißt, wenn man einen Traum hat, wenn man einen Marathon laufen will oder eine Weltreise machen will, dann sagt man einfach, ja, kann ich, klappt. Und gut ist. Und das ist so unterschätzt, was für einen Effekt das hat im Unterbewusstsein. Weil das wichtigste Gespräch ist das mit uns selbst. Und das sollte einfach positiv sein. Du hast in deinem Buch auch ein Konzept vorgestellt, das nennst du das Do-Shit-First-Konzept. Verzahnt ja auch gut mit dem Anfang, aber ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Ne? Kannst du es mal erklären? Ja, sehr gerne. Auch ganz, ganz wichtige Methode, Do Shit First. Und ich nehme mal ein Beispiel von meinem Triathlon rund um die Welt. Ich bin im Winter durch Sibirien geradelt. Das war nicht immer so angenehm. Gerade wenn es dann tagsüber im Frühling so Schneeregen hatte. Alles ist patschnass, durchgefroren, kalt, richtig eklig. Und dann übernachte ich im Zelt und nachts hat es minus 20 Grad. Meine Schuhe sind steif gefroren. Und es sind lange Distanzen. Also das nächste Restaurant ist vielleicht 100 Kilometer weg mit einem warmen Kaffee. Also es ist so eine Situation, wo du morgens aufwachst und du willst wirklich nicht raus. Also du willst nicht rein in diese steif gefrorenen Schuhe und losfahren. Aber was ändert es, wenn ich jetzt dort liegen bleibe? Ist immer noch kalt und ungemütlich.
und ich habe auch noch Hunger, weil ich alles aufgegessen habe. Also es ändert überhaupt nichts. Das heißt, ich stelle mir den Wecker. Wenn der klingelt, dann springe ich auf, gehe rein in meine steif gefrorenen Schuhe, pack alles zusammen, springe aufs Fahrrad, radel los. Und so ist es mit allem. Also ich mache die unliebsamste Aufgabe als erstes. Also du shit first. Weil danach habe ich das hinter mir, dann habe ich wieder positive Dinge im Kopf. Meistens ist es am Ende auch weniger schlimm, als man sich vorgestellt hat. Und dann kann ich mich auf was Schönes konzentrieren. Wenn man das nicht macht, dann prokrastiniert man. Und wir kennen das im Business-Kontext, wenn man einen Kundenanruf hat, den man wirklich nicht machen will, oder ein Gespräch, was man eigentlich nicht machen will, dann trägt man das lange vor sich hin und hat die ganze Zeit negative Gedanken und hat dieses ungute Gefühl und es ändert sich überhaupt nichts. Steuererklärung ist auch sowas für viele Leute. Hat man keinen Bock drauf und man muss es aber machen, ändert sich nicht. Also einfach machen und dann abarbeiten und dann kann man sich auf die schönen Dinge konzentrieren. Hast du einen speziellen inneren Dialog oder ja, häufig passiert es dann ja auch unbewusst, wenn man schon so häufig gemacht hat, aber wenn du jetzt in so einer Situation bist und du liegst da morgens im Zelt und denkst, okay, im Schlafsack ist es noch warm, aber draußen ist es kalt und also 5 Minuten geht ja noch, ist vielleicht ein Gedanke, der also zumindest mir dann kommen würde. Was sagst du dir dann mit deiner inneren Stimme oder gibt es da etwas, was du machst? Also 5 Minuten später, auch wenn man sagt, 5 Minuten gehen noch, 5 Minuten später ist es aber nicht besser geworden. Er hat also überhaupt nichts geändert. Und das ist der springende Punkt. Wenn ich weiß, der nächste Morgen wird so, oder ich weiß, die Situation wird unliebsam, dann stelle ich mir den Wecker und wenn der klingelt, dann führe ich einfach aus. Das heißt, ich habe einen Plan und den führe ich aus. Das heißt, ich springe auf, ich packe zusammen, ich mache die Dinge auch bewusst schnell, damit ich erst gar nicht in Versuchung gerate. Das machst du wahrscheinlich in allen Lebensbereichen noch, ne? Ja, also so, ich habe eben das Beispiel mit dem unliebsamen Kundenanruf erwähnt. Und da ist es ja viele Leute, okay, jetzt habe ich so einen Anruf, den möchte ich nicht mehr machen, gehen wir nochmal zur Kaffeemaschine, da sind dann die Kollegen, dann kommt man nochmal ein bisschen ins Schwätzen. Und weil man nicht zurück will, schwätzt man noch ein bisschen länger und dann kommt man zurück und dann hat sich überhaupt nichts verändert, ist immer noch da. Also in den Situationen, wo ich weiß, ich habe was ich nicht machen will, einfach knallhart ausführen. Und dann ist es auch nicht so schlimm und danach hat man die positiven Dinge im Kopf und dann kann man sich auch was Tolles führen. Also negative Dinge im Leben, oder die Dinge, die man, also negativ ist es auch das falsche Wort, weil letztendlich bin ich ja, wenn ich jetzt im Schneesturm draußen bin, genau da, wo ich sein möchte, aber die unliebsamen Dinge. Einfach schnell ausführen und dann kann man sich auf das Schöne konzentrieren. Du gehst in deinem Buch Der Schokoriegel-Effekt auch auf das Thema ein, die eigene Angst gut zu nutzen. Was steckt da dahinter? Also im Kontext eines Extremsportlers ist Angst ein extrem wichtiges Thema. Auf der einen Seite schützt es natürlich auch, wenn ich meine Angst verlieren würde, dann würde ich nicht sehr lange leben, weil ich dann falsche Entscheidungen treffe und leichtsinnig werden würde. Auf der anderen Seite muss ich aber auch Risiken eingehen. Und das muss man genau abwägen. Ein hochinteressantes Thema zu Angst ist, was ist denn eigentlich die Angst, die man fühlt und was ist die rationale Angst, also die wirklich besteht. Ein Beispiel ist Haifische beim Schwimmen. Ist was, wo, sag mal, hast du keine Angst vor Haifischen? Und wenn man da so durch das offene Meer schwimmt und vielleicht in die Dunkelheit kommt, dann hat man natürlich ein ungutes Gefühl, was ist da unter mir? Aber da bin ich Fan von Statistiken. Und Haiattacken gibt es ca. 10 tödliche weltweit pro Jahr. Also die sind in Australien, nicht im Mittelmeer. Also diese Angst ist komplett irrational. Und so ist es mit ganz vielen Dingen. Und so eine Angst, die kann man nutzen, die kann man überkommen und das kann man, ich schaue dann Statistiken an und mache mir klar, hey, das ist ja überhaupt nicht gefährlich und dann macht man es einfach. Also hinterfragst, ob deine eigene Angst gerechtfertigt ist, ob sie dich schützt oder ob sie dich hindert und dann entscheidest du. Genau, also es ist, sich das bewusst zu machen, woher kommt diese Angst? Ist sie gerechtfertigt oder hat sie irgendeinen anderen Grund? Und das ist was unglaublich wichtig ist, dass man da seine Emotionen in dem Bereich auch steuert. Ist aber auch nicht zu verwechseln mit dem Thema Intuition. Intuition ist etwas, wo ich mich niemals gegenstellen würde.
Aber wenn ich jetzt gerade durchs Mittelmeer, durch die Adria schwimme und die Intuition, das ist ja keine Intuition, wenn ich denke, da ist ein Hai unter mir, sondern ja, die schwimmen da rum, aber machen nichts. Eine Intuition ist mehr, wenn ich in einem fremden Land bin und ich habe einfach aus irgendeinem Grund dieses Gefühl, da sollte ich jetzt nicht reingehen. Ich kann es mir gar nicht erklären. Das ist eine Intuition. Gegen sowas würde ich mich auch niemals stellen. Oder wenn ich jemanden treffe und ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, dann kann es mir gar nicht so richtig erklären. Das ist was, wo ich mich niemals gegen wehren würde, sondern dem folge ich dann einfach. Gibt es rückblickend einen Misserfolg, also den man vielleicht so bezeichnen würde, für den du dankbar bist? Auf jeden Fall. Ich wollte beim Triathlon rund um die Welt ursprünglich durch die USA rennen, von Kalifornien nach New York. Jetzt bin ich aber bei meinen vorherigen Projekten auch im Iran und im Sudan gewesen und bin dann da auf so einer Art Terrorliste, musste erstmal zur Sicherheitsfreigabe in eine amerikanische Botschaft und die waren Corona-bedingt zu, also ich bin nicht reingekommen. Plan B war Kanada, aber war mitten in der Pandemie, also die haben mich auch nicht reingelassen. Mexiko war das einzige Land, was mich empfangen hat und das wurde dann zum besten Abenteuer meines Lebens, weil ich bin da losgerannt, ich war komplett unbekannt auch in Mexiko, bin erstmal ziemlich alleine durch die Wüste in Baja California gerannt und dann ist mir so eine Straßenhündin La Coqueta hinterher gerannt und das wurde die nationale News Story und danach wurde ich als deutscher Forrest Gump in Mexiko ziemlich berühmt und hatte dann tausende von Mitläufern und das ist letztendlich für mich nicht nur das beste Abenteuer gewesen, sondern es war auch der Erfolg ist dann nach Deutschland übergeschwappt und seitdem kann ich auch von meinen Projekten sehr gut leben. Also es hat, hab der Hündin sehr viel zu verdanken. Das ist so eine Wahnsinnsstory. Also ich kann jedem nur empfehlen, wir reden jetzt über andere Themen. Schaut die Doku, da ist das halt wunderbar dokumentiert. Ich habe dich damals auch, das war so eine Zwischendoku beim European Outdoor Film Festival gesehen. Und das ist halt, es ist wirklich unglaublich schön. Also schaut die Doku, schaut euch das an, das ist wirklich eine tolle Story. Wenn man sich mal anschaut, was du ja alles machst, welche Projekte du durchziehst, da fragt sich sicher der eine oder die andere, was machst du, um zwischendurch wieder aufzutanken? Wie würdest du diese Frage beantworten? Ja, eigentlich dasselbe, was ich auf meinen Projekten auch mache. Fahrradfahren, laufen gehen, raus in die Natur, aber ohne Zeitdruck. Aber ich sag's mal so, ich hab das einmal probiert nach meinem Panamerika-Rekord, nach dem Cape-Rekord. Ich habe 3 Jahre in Brasilien gelebt, habe dann noch einen Freund mit einer Strandhütte in Bahia, also wunderschön. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt noch so 3 Monate Dauerbelastung, vielleicht mal ein bisschen Erholung am Strand. Und ich habe es nicht ausgehalten. Mir wurde nach 2 Tagen so langweilig, dass ich dann doch wieder sofort laufen war und dieses mit, also aktive Regeneration, aber das mit irgendwie einfach nur im Resort liegen und faulenzen, das ist so überhaupt nicht meine Sache. Wenn man sich das auch anschaut, was für Etappen du durchziehst, da gibt's ja häufig auch Etappen, also das Mexiko war jetzt ein anderes Beispiel, da hattest du halt immer viele Menschen um dich rum und es gibt auch andere Etappen, wo du halt komplett alleine bist. Wie fühlt sich das für dich an, wenn kein anderer Mensch da ist? Was bedeutet diese Einsamkeit für dich? Ist für mich wunderschön. Also da fühle ich mich nicht jetzt einsam in dem negativen Kontext, wie es oft gesehen wird. Also es kann auch wunderschön sein. Wenn ich draußen in der Wildnis alleine bin, da fehlt mir überhaupt niemand. Da fühle ich mich einfach nur eins mit der Natur, nehme das unglaublich bewusst wahr, die Dinge, und genieße einfach diese Momente. Es gibt einer der schönsten Momente in meinem Leben, da war ich mitten in der Sahara und habe unter dem Sternenhimmel übernachtet draußen. Da war in den nächsten 200 Kilometern Umkreis kein Mensch, kein anderer. War wunderschön. Für mich ist Einsamkeit eher die Anonymität von einer Großstadt oder von einer großen Menge, wo man zwar unter ganz vielen Leuten ist, aber man hat ja keinen Bezug dazu. Und ganz oft, und das ist für mich eher, wo die Einsamkeit da ist, nicht wenn ich draußen in der Wildnis bin. Ich habe aus Vorweg auch ein paar Fragen aus der Community gekriegt, die ich aus Instagram eingesammelt hatte. Und 3 möchte ich nochmal aufgreifen. Sebastian fragt, wie arbeitest du an deiner mentalen Stärke für deine Projekte? Gibt es da auch aktiv noch etwas, was du tust, mental, oder sagst du, die Tools bringe ich schon mit?
Also viele Tools bringe ich mit, tue das aber in meinem Alltag auch einfach so ein umsetzen, dass ich das einfach auch immer so mache. Und mit jedem Projekt, was man erfolgreich abschließt, wird man mental einfach auch stärker. Es gibt aber trotzdem eine Trainingsmethode, die ich gerne mache, wo es wirklich nur ums mentale Durchhalten geht. Empfehle ich jetzt nicht, das jeden Tag zu machen, weil es doch ein bisschen monoton ist und es auch schönere Dinge im Leben gibt. Aber das ab und an, 2-3 Mal im Jahr, sich so als Challenge zu setzen, um das Mentale zu stärken, unglaublich starkes Tool. Und zwar, also ich bin ja ursprünglich Fahrradfahrer, geht auch mit anderen Methoden, Fahrrad auf einen Hometrainer, vor eine weiße Wand stellen, keine Musik, kein Netflix, keinerlei Ablenkung, nur du und die weiße Wand und in 10 Stunden klingelt der Wecker. Also 10 Stunden weiße Wand. Genau. Und da lernt man dann das Durchhalten. Da lernt man dann, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Kann man sicherlich auch auf dem Laufband machen, wie auch immer man das möchte. Und da lernt man einfach durchhalten. Man lernt mentale Stärke. Ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen, da war das als Meditationstechnik erwähnt, meine ich mich zu erinnern. Einen leeren Raum, nur weiße Wände reinsetzen für einen Tag. Ich fand es interessant, hab's nie gemacht, muss ich dazu sagen. Wenn du sowas machst, 10 Stunden Fahrradfahren auf der weißen Wand, gibt es da so Aha-Erlebnisse? Vielleicht Dinge, die du nicht erwartet hättest, die dann passieren? Man verliert das Zeitgefühl. Also es gibt auch 2 verschiedene Methoden. Es gibt die Methode, man sieht die Uhr, die runtergeht, oder man sieht sie nicht und einfach in 10 Stunden klingelt der Wecker. Interessant, was da schwerer ist. Für mich ist die zweite Methode, wo man die Uhr nicht sieht, die interessantere, weil man das Zeitgefühl verliert. Also das ist so dieses, wenn man jetzt, keine Ahnung, 5, 6, 7 Stunden unterwegs ist, man hat keine Ahnung, ob es jetzt 3 Stunden waren oder 8 Stunden, man verliert das Zeitgefühl komplett. Und hier auch dem Drang nachzuschauen, ich sag mal, wie lang ist denn eigentlich noch? Das ist hochinteressant, auch eine riesen Herausforderung. Und man lernt dann aber einfach im Moment zu sein. Ist ja wahrscheinlich ein Flow-Zustand, wo du das Zeitgefühl vergisst. Wie lange dauert das, bis du da reinkommst? Ist jedes Mal anders. Also man kommt auch nicht immer in den Flow. Man kommt aber, wenn man es bewusst macht, sehr, sehr oft da rein. Und es ist ein ganz wunderbares Gefühl, wo man einfach nur den Moment ist, den Moment extrem intensiv erlebt und alles andere ist erstmal nicht so wichtig. Und das Interessante ist, der Flow kommt meistens nach einem Tiefpunkt. Also der Flow, ich hatte ihn ganz oft beim Laufen zum Beispiel, in Mexiko, wenn man irgendwie so nach 30 Kilometern alles tut weh, ist schwierig und man macht eine kurze Pause zum Mittag und dann geht es weiter, die Beine sind schwer und aus irgendeinem Grund läuft es aber plötzlich wieder. Das ist auch dieser Punkt, wenn man 35 Kilometer gerannt ist, dann heißt es nicht, dass die nächsten 5 Kilometer schwerer werden. Das ist einfach nicht so. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Und da komme ich ganz oft in diesen Flow-Moment hinterher, wo es einfach nur läuft. Du bist ja auch offen dafür, ne? Du bist offen, geistig offen dafür, dass es besser wird. Ich glaube, was ja häufig, vielleicht auch wenn man diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, passiert ist, boah, es wird immer schwerer, das wird bestimmt alles noch schlimmer. Und vermutlich gehst du dann aber rein und sagst, okay, jetzt ist es schlimm, wahrscheinlich wird es gleich besser, mal gucken, wann es besser wird. Genau, das ist der entscheidende Moment. Also man muss für den Flow-Zustand auch bereit sein, man muss offen dafür sein. Und dann kommt auch. Es gibt noch eine Frage von Fabian und ich bin sicher, das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die dir häufiger mal gestellt wird. Und er fragt so ein bisschen provokant, bist du süchtig nach Bewegung? Glaube jeder, der vielleicht auch sogar täglich Sport macht, das ist ja in unserer Gesellschaft etwas, was ungewöhnlich ist. Wie beantwortest du die Frage für dich? Ja, ich bin definitiv süchtig nach Bewegung. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ist letztendlich ja auch ein physischer Prozess. Wenn man sein ganzes Leben lang viel Sport macht, setzt man auch Stoffe frei und so weiter, die man anders nicht bekommt. Also ist definitiv exakt dasselbe wie eine Sucht.
und wenn man die davon noch mehr haben möchte. Und ich habe auch dieses Körpergefühl, wenn ich mal ein paar Tage keinen Sport mache, dann fühlt sich der Körper einfach nicht gut. Es fehlt was, es fehlt Energielevel. Und süchtig nach was Gutem zu sein, ist ja nicht falsch. Ich habe tatsächlich, ich glaube, vor 20 Jahren habe ich mal einen Artikel über Sportsucht gelesen. Und ich habe damals 5-mal die Woche eine Stunde Sport gemacht und dachte mir so, vielleicht bin ich ja sportsüchtig. Und dieser Gedanke begleitet mich tatsächlich auch schon seit Jahren. Und ich denke immer, auch wenn du dir Naturvölker anguckst, das ist der Reim, den ich mir drauf gemacht habe. Meine, und das ist natürlich auch nur ein Glaubenssatz, ne? Aber mein Glaubenssatz ist, der Mensch ist dazu gemacht, sich zu bewegen. Und deswegen, weil es auch überlebenswichtig ist, ja eigentlich, nicht in unserer Gesellschaft, aber bis vor ein paar hundert Jahren, mussten wir uns bewegen, um zu überlegen. Und da ist dieser Mechanismus, der sagt, ich belohne dich dafür mit einem guten Gefühl. Also es ist so interessant, wenn man schaut, was wie unsere Gesellschaft heute lebt. Ich bekomme bei Vorträgen ganz oft auch die Frage, ja, und wie machst du das dann mit dem Duschen und der Hygiene und allem? Und kannst du nicht einfach in den See reinhüpfen? Und dann muss ich sagen, du, deine Vorfahren, die haben nicht jeden Abend geduscht. Deine Vorfahren haben das viel eher so gemacht, wie ich das mache. Also was ist das Natürliche? Was ist das, wofür wir Menschen eigentlich gemacht sind? Und das geht in ganz, ganz vielen Dingen so. Also unsere aktuelle Gesellschaft, die meisten Leute wären nicht mehr überlebensfähig, wenn man denkt, wie das Leben früher war. Und dass man draußen ist in der Natur und sich bewegt, das ist früher immer so gewesen, bis man dann der Fortschritt uns bequem hat werden lassen. Und ja, nicht alles an Fortschritt ist gut. Die dritte Frage kommt von Rucksackreiseblog und er oder sie fragt, was war dein Lieblingsabschnitt auf der Panamericana? Schwierige Frage, weil alles so schön war auf der Panamericana. Definitiv die Anden und doch, ich habe einen Lieblingsabschnitt. Und zwar das Altiplano. Das ist eine, wenn man von Chile nach Argentinien die Anden überquert. Ich bin da aus der Atacama-Wüste einen 5000 Meter Pass, Paso Jama, hochgefahren. Und dann fährt man aber nicht direkt runter auf der anderen Seite, sondern man ist dann so circa 200 Kilometer oben auf dem Altiplano. Das ist so eine Hochebene zwischen 4.000 und 5.000 Metern. Und dann erst geht es hinten auf der anderen Seite runter. Und dieses Altiplano in 4.000 bis 5.000 Metern Höhe, das ist für mich einer der schönsten Orte der Welt. Das ist die Farben dort und diese karge Landschaft und die Weite, das ist unbeschreiblich. Stimmt, du warst ja auch auf diesen Höhen unterwegs. Hattest du mit Höhenkrankheiten ein Thema? Definitiv. Also ich bin ja bei der Panamericana, ich bin sehr, sehr tolerant zur Höhe. Ich merke auch bis 4000 Meter überhaupt nichts. Und so ab 4000 ist natürlich, wenn man dann Gas gibt und Sport macht, dann merkt man doch schon, dass man ein bisschen langsamer machen sollte. Aber ich passe mich auch an 5000 Meter oder mehr relativ schnell an. Bei der Panamericana war es ja ein Geschwindigkeitsrekord. Ich bin in 97 Tagen von Alaska nach Feuerland geradelt. Und bin am Paso Jama unten gestartet auf, ich glaube, 1500 oder sowas. Und die Passhöhe ist auf fast 5000. Ist eine einzige Rampe, die da hochgeht. Das macht man normalerweise mit Akklimatisierung sowas. Aber ich hatte ja keine Zeit für Akklimatisierung. Also ich bin direkt hoch und bin dann auch so ab 4500 bin ich dann wirklich Schlangenlinien gefahren. Und bin darüber, aber es hat geklappt. Und sobald man wieder runtergeht, wird es auch wieder besser. Ich habe noch mal eine hochinteressante Geschichte auch zum Thema Höhenkrankheit. Ich bin ein Jahr später noch mal 2019 mit einem Freund zusammen, dem Axel Carion, ist auch Fahrradweltrekordhalter, also auch super, super, super fit. Waren wir ein paar Wochen auf Andenexpedition mit dem Gravelbike, auch in Peru. Und wir sind in Cusco gelandet, das ist, glaube ich, auf 3,8 und haben gedacht, ja, Akklimatisierung, ne? Wir sind doch super Sportler, alles können wir schon. Und sind dann direkt vom Flughafen noch abends gestartet auf einen Pass hoch, deutlich über 4000. Und dann wurden wir von so einem, ja, so 70-jährigen Läufer überholt. Wir waren auf dem Fahrrad. So langsam sind wir da mit 20 Watt hochgekrochen. Und ich habe mich am nächsten Tag angepasst. Der Axel hat so ein paar Tage gebraucht und dann geht's. Aber es ist bei jedem anders. Der interessante Punkt ist,
dass Höhenkrankheit und Leistungssportler sein erstmal zwei komplett unterschiedliche Dinge sind. Also es kann den allerbesten Hochleistungssportler viel, viel früher treffen als jemand, der überhaupt keinen Sport macht. Und das ist erstmal eine interessante Erfahrung, man kann Olympiasieger im Marathon sein, weil die wahrscheinlich nicht, die kommen ja aus Kenia und Äthiopien und sind die Höhe gewöhnt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Man kann ein Superathlet sein, der es einfach nicht kennt. Und dann geht man auf 5000 Meter Höhe und wird von seinem Freund abgehängt, der überhaupt nicht Sport macht. Und das kann sein. Du hattest anfangs erwähnt, du hast ein neues Projekt am Start, über 4 Monate. Was hast du vor? Ja, für mich geht's Ende Juni jetzt wieder auf große Tour. Und wir hatten es ja auch gerade davon, dass ich ursprünglich mal durch die USA laufen wollte. Das ist also noch so ein bisschen ein unfinished Business. Und für mich geht's dieses Jahr zweimal quer durch die USA. Ich radel erst von New York mit dem Gravelbike nach Los Angeles rüber und dann renne ich zurück. Und wieder so mit meiner Babagamp-Mütze und meinem Laufanhänger im Schlepptau. Ein Ultramarathon pro Tag. Also ich laufe auch über 50 Kilometer täglich. Und dann bin ich so circa Anfang November komme ich dann wieder in New York an. Was für eine Distanz ist das? Also sind mit dem Fahrrad und zu Fuß dann beide Male knapp über 5000 Kilometer. Und wie hast du das zeitlich aufgeteilt? Also wie lange brauchst du mit dem Fahrrad und dann laufen? Oder was nimmst du dir davor so grob? Also mit dem Fahrrad geht es gar nicht darum, so schnell wie möglich zu sein, sondern ich möchte auch eine schöne Route haben mit vielen Höhenmetern und abseits tolle Wege mit dem Gravelbike. Da werde ich so knapp über 200 pro Tag fahren und bin dann in unter einem Monat drüben. Und beim Laufen sind es eben auch knapp über 5000 Kilometer, die will ich in unter 100 Tagen laufen. Also im Durchschnitt ist dann einfach, man spricht so ab, 50 von Ultra-Marathon und ein Ultra pro Tag sollte schon drin sein. Also, das geht für alle, die den Podcast jetzt live hören, wo er rauskommt, geht bald los. Falls du den später hörst, schau unbedingt auf den Instagram-Kanal von Jonas. Ich bin sicher, da wirst du auch einiges teilen. Und vielleicht kann ich schon vorgreifen, vielleicht gibt es da nachher auch nochmal was Schönes, um das mitzuverfolgen. Du hast darüber hinaus Bücher geschrieben, auch die kann ich nur empfehlen. Einmal das Buch Das Limit bin nur ich, Spiegel-Bestseller, dann das neue Buch Der Schokoriegel-Effekt. Da geht es nochmal tiefer um die ganzen Themen, die wir heute besprochen haben. Und schaut euch die Doku an, auch die verlinke ich nochmal. Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre? Ja, so super gemacht, war auch für mich ein hochinteressantes Interview. Ich habe ja schon sehr, sehr viele Podcasts gemacht und du hast nochmal einen ganz neue Gesprächsthemen gefunden. Daher, ja, danke dir, war spannend. Vielen, vielen Dank, Jonas. Es ist mir eine Ehre, dich hier zu Gast zu haben. Und du hast das letzte Wort. Du kannst auf all den Smartphones da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen. Was steht da? Ja, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber was ich immer sehr gerne sage zum Ende ist, einfach machen. Das Schwierigste ist, an die Startlinie zu kommen. Also was auch immer ihr für einen Traum fürs Leben habt, schiebt es nicht bis zur Rente hin, sondern macht es einfach, muss nicht ein Triathlon um die Welt sein. Man kann auch im kleinen Rahmen anfangen und dann werden die Projekte ein bisschen größer, aber ja, man lebt nur einmal und das Leben ist viel zu schade, um es nicht zu machen, wenn man wirklich einen Traum hat. Und hier nochmal der Werbepartner. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit 7 Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. Die Adresse ist fmmag.de
FMM wie Fitness mit Marc, AG wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.